Der Freitag ist und bleibt in Algerien der Tag der Proteste. Nach dem Rücktritt von Präsident Abdelaziz Bouteflika fordern die Demonstranten nicht nur weitere personelle Veränderungen, sondern eine neue Republik ohne Beteiligung der bisherigen Machthaber. Wir sind hier, um Bedouis Regierung, Ben Salahs falsche Regierung, Belaïs und den Rest der Bande zu stürzen, sagt dieser Mann. Die müssen alle weg, es sei denn, sie werden verurteilt. Wir wollen die nicht mehr. Wir haben die Nase voll. Es reicht, meint er. Abdelkader Ben Salah, der Vorsitzende des Oberhauses des algerischen Parlaments, hat nach dem Rücktritt Bouteflikas verfassungsgemäß die Amtsgeschäfte übernommen. Innerhalb von 90 Tagen muss er eine Neuwahl in die Wege leiten.